Vielleicht wird dem einen oder anderen sehr empathischen Menschen am Anfang des Videos auffallen, dass da nicht die allerharmonischste Stimmung herrscht. Vielleicht kennt er das aus der eigenen Familie. Weihnachten ist manchmal durchaus auch ein bisschen stressig, bis dann da alles so weit vorbereitet ist und so weiter und so fort. Gibt es da ja gerne mal ein bisschen Chaos. Das ist bei uns auch gerade so ein kleines bisschen der Fall. Und daher ja die übliche Weihnachtsbaumdekorationsstimmung. Also als ich noch klein war, war das immer eine Katastrophe. Ich hatte da regelrecht, ja, Angst vor, will ich jetzt nicht sagen, aber wirklich überhaupt keinen Spaß, bis dann endlich mal die blöde Weihnachtsdeko fertig war und alles so stand, wie sie es gehört hat. Und die Feiertage selber, die waren dann schon ganz schön, aber die Vorbereitung ist halt stressig und ein Stück weit von diesem Stress haben wir jetzt halt auch in diesem Video drin. Ich hoffe, damit kommt ihr einigermaßen zurecht. Und dann noch der zweite kurze Hinweis, nämlich, das ist halt die alljährliche Weihnachtsfeier, da gibt es nichts Besonderes zu sehen. Also für diejenigen, die jetzt gedacht haben, am 24. kommt irgendwas super Krasses im Adventskalender. Nö, gar nicht. Ne? Einfach nur unsere übliche Weihnachtsfestivität. Wir köcheln was, wir trinken ein bisschen Glühwein, wir zünden ein bisschen was an und das war's. Also wirklich nichts Spektakuläres. Könnt ihr auch gerne irgendein andermal gucken, wenn jetzt irgendwie auch bei euch gerade entsprechend Weihnachtsstress ist. Also lasst euch da von mir bloß nicht von abhalten, irgendwas Sinnvolles zu tun. Da das jetzt die Kurzfassung ist, wünsche ich auf jeden Fall schöne Feiertage und Erholsamkeit und ja, viel Ruhe und auf jeden Fall auch mindestens einen Waldspaziergang. So, dann sage ich an dieser Stelle Tschüss als Kommentar aus dem Off und wir geben weiter an den Ben im Wald. So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Alle Jahre wieder unsere kleine Weihnachtsfestivität. Ebenfalls wie alle Jahre wieder mit Baumschmücken. Dieses Jahr Premiere haben wir tatsächlich mal eine Tanne. Also eine Tanne. Keine Kiefer, keine Fichte, keine Buche, sondern wirklich mal eine Tanne. Und ja, vielleicht hört man es vom Mikrofon her. Es klingt irgendwie so, als würde es hier wahnsinnig schneien gerade. Das ist eigentlich nicht der Fall. Es sind einfach nur die Baumkronen voller Raureif und der kommt jetzt langsam runter. Also eine große Menge an Feuchtigkeit kann das eigentlich nicht geben. Ist aber ja halt so leicht anfeuchtend, sage ich jetzt mal. Spezielles Wetter gerade. Sollte aber dann auch demnächst wieder vorbei sein, beziehungsweise dann ist alle. Ja, gut, also das ist im Grunde auch schon das Programm, beziehungsweise der Rest vom Programm würde dann darin bestehen, dass wir dann, nachdem wir das Bäumchen geschmückt haben, uns wieder mal unser Weihnachtsmenü zubereiten. Frau ist selbstverständlich auch da. Hallo! Und das gibt dieses Jahr Evelyns berühmte Sahnesoße mit Hähnchen drin und Nudeln. Ja, also relativ simpel, aber dafür ist es halt auch ein Gericht, was man draußen im Wald wirklich vergleichsweise gut zubereiten kann. Dann haben wir uns noch aus dem Baumarkt ein Schwedenfeuer besorgt, einfach weil ich mal ein Schwedenfeuer aus dem Baumarkt ausprobieren wollte. Das werden wir dann auch mal testen, was man damit anstellen kann. Nur so noch also kleines Experimentchen, damit irgendwie noch so ein gewisses Maß an Abbildungsprogramm würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen, irgendwas Praktisches drin ist. So, ja, und dann essen wir und dann versuche ich noch irgendwie 5 Minuten noch irgendwas zu erzählen. Und dann war es das auch schon wieder. Und dann gehen wir wieder heim. Ne? Wir nehmen das jetzt auf, tatsächlich erstaunlicherweise diesmal sogar recht nah dran am Heiligen Abend. Was ist denn heute? Der 22. Der 22. ist heute, genau. Und von daher, das ist auch neu, dass wir da so nah in Anführungszeichen dran sind. Aber ist auch mal schön. Ja, gut, Bäumchen schmücken. Hurra, Baumschmuck. Sie am besten auf und dann hängt schon an jedem Dingelchen eine Kugel. Okay, darf ich schon loslegen? Ja, ja.
Ja, wer das nicht weiß, alle Jahre wieder schmücken wir halt einfach einen Baum im Wald. Wir haben sonst keinen Weihnachtsbaum zu Hause. Und das ist halt unsere Art und Weise, wie man dann zumindest mal so ein kleines bisschen ein Bäumchen dekoriert hat. Das Schmücken an sich mögen wir eigentlich ganz gerne. Aber ja, ist ja nicht selten, dass das Schmücken des Weihnachtsbaums nicht unbedingt die weihnachtliche Stimmung befeuert, sondern eher behindert, ne? So, hier ist der Spezialbaumschmuck für Forstleute. Moment, ich demonstriere. Ich hoffe, den könnt ihr sehen. Mal testen am Baum. Nein, nicht den Baum fällen. Oh Gott, bin ich Okay, ist ganz stumpf, muss hoch. man mal wieder schleifen. Nee, das gab's. Wo gab's denn das? Das war, glaube ich, in einer Buchhandlung oder was? Und ja, also ganz ehrlich, eine Schlüsselanhänger-Motorsäge mit Licht. Na, das, also, das musste ich haben. Frau war sogar einverstanden, dass ich das haben muss. Das bin ich bis heute noch überrascht. Normalerweise ist sie immer dagegen, wenn ich Schrott kaufe. So, wo hängen wir die denn hin? Die hängen wir dahin. So. Wunderschön. Wunderschön, nicht wahr? Ja, war's das? Baum fertig. Baum fertig. Schön. Und jetzt singst du Weihnachtslieder. O habies Alba, o habies Alba. Tannenbaum ist zu simpel. Also das ist unter meinem Niveau, das sage ich nicht. Ja. Gut, ja, dann müssen wir im Grunde, der Baum ist geschmückt, machen wir uns was zu essen, hä? Juhu! Läuft. So, lala, jetzt machen wir erst einmal was Feuriges an, damit wir auch was haben, worauf wir kochen können. Ich räume hier noch ein kleines bisschen Material aus dem Weg, ist aber alles nass, ist eigentlich kein großes Problem heute von Sachen Feuer. Und wenn der hier mal brennt, dann gibt es da auch keine Stichflamme oder ähnliches. Wenn er dann mal brennt, darum sollte man vorsorglich zunächst mal ein bisschen Zeug aus dem Weg räumen. Aber den Kocher, den kennt ihr, den habe ich schon mehrfach in diversen Videos mal erwähnt. Jetzt an der Brombeere ziehe ich lieber nicht, das tut weh. Ja, Tank ist offen, das ist ein Benzinkocher. Also Multistoffkocher genau genommen, kocht mit allem Möglichen, unter anderem mit Benzin. Kannst du mal kurz das Sitzkissen wegmachen? Danke. Jawohl. Und da muss man zunächst mal ein bisschen vorglühen, dafür etwas Benzin in den Kocher. Und jetzt ist ein stinknormales Feuerzeug ein denkbar ungünstiges Gerät, um hier jetzt an das Benzin ranzukommen. Scheiße. Ach. Im Küchenbeutel hast du noch ein anderes. Im Küchenbeutel? Oh ja, der Küchenbeutel. Let's go, Küchenbeutel. Hoppla. Da haben wir noch einen. Für diesen Zweck definitiv besser geeignetes Exemplar. Ich mach Küchenbeutel wieder zu, ne? Wobei, den brauchen wir eh gleich. Ja. Ich stelle mal dahin. So. Ja. Nehmen wir einfach ein bisschen mehr. Viel hilft viel. So. Ewig nicht benutzt, nehmen wir noch ein bisschen mehr. So, jetzt ist da auch Benzin vorhanden. Also eigentlich jetzt. Ah. Gut, jetzt muss der so ungefähr ein Minütchen vorheizen und dann kann man langsam aufdrehen und dann kommt er normalerweise.
So, und jetzt drehen wir hier ein wenig auf und schuppdiwupp. Heute mal ohne Stichflamme, schade fast. Da haben wir unsere helle, unsere blaue Flamme. Und jetzt warten wir noch, bis der weg ist. Beziehungsweise ich stelle den Topf schon mal drauf. Topf steht, Wasser wird heiß. Ja, haben wir. So, Frau hat Kochtopf übernommen und das Wasser kocht auch soweit. Das hat jetzt ungefähr 5 Minütchen gedauert oder sowas. Der ist halt schon schnell, so ein Benzinkocher. Der hat auch elends viel Watt, von daher, da geht was. Oh. Ja. Nudeln. Wir hatten auch gerade eine Diskussion, ob ich kochen soll oder ob sie kocht. Da sie aber viel besser darin ist, Salz ins Wasser zu tun und Nudeln hinterher zu kippen, das schmeckt einfach besser, wenn sie das macht, haben wir uns entschieden, dass das sinnvoll wäre. Gell, Schatz? Falls man Evelyn nicht versteht, das liegt daran, dass es ein leichtes Windchen geht. Wir haben also das Windmikrofon im Einsatz und das kann entweder hinter die Kamera oder vor die Kamera zeigen. Und im Moment, da ich derjenige Feuerzeug braucht, sie. Ich wollte den Küchenbeutel nicht auf den ersten Eichert zu halb leer haben. Okay, Ordnung herrscht. So. Den Küchenbeutel, den kennen wir ja schon aus dem Adventskalender. Folge weiß ich nicht mehr, aber irgendwo taucht der auf. Ja, bis hier noch mal richtig kocht, dann fangen wir mit dem Fleisch an. Okay. Also sie meint, sie wartet jetzt, bis es noch mal so richtig am Kochen ist. Dann können wir es auf die Seite stellen, ein bisschen ziehen lassen, spart Brennstoff. Ne? Also wir tun halt mal so, als hätten wir davon nicht genug. Oder hätten Grund, den zu sparen, hat man in jedem Fall. Erstens spart es CO2, zweitens spart es Geld. Also von daher, Brennstoff sparen immer gut. Und dann kommt die Pfanne zum Einsatz und das Fleisch wird angebraten. Der Windschutz, der ist nicht für diesen Topf ausgelegt. Den hat man mal für einen anderen Topf ursprünglich gedacht. Darum passt der auch nicht ganz drum rum. Aber wir dachten uns, besser als gar nichts. Beziehungsweise für den Topf hätte ich auch noch einen Windschutz, aber der liegt gerade wieder woanders. Ja, Ausrüstung überall verteilt. Okay, das ist jetzt richtig bolle kochend, offensichtlich. Und jetzt kommt das nächste Problem, nämlich unsere Pfanne ist inzwischen etwas nass. Na, da hat es jetzt ein bisschen reingeflöckelt. Und Evelyn meinte, es sei eine gute Idee, wenn man die Pfanne jetzt erstmal so draufstellt und ein bisschen das Wasser da einfach rauskocht. Sie meint, Öl und Wasser ist ja nicht so doll zusammen, insbesondere beim Kochen, und das hat sie mal so gelernt. Genau, ich übersetze. Gut, man versteht meine Frau ja eh nicht, die spricht ja so eine komische Sprache. Okay, inzwischen fast merkt man es nicht mehr. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Da ich sie jeden Tag höre, höre ich eigentlich fast gar nicht mehr raus. Also im Alltag den Schweizer Akzent, wenn du richtig Deutsch sprichst, Schatz, dann, ich merk's fast nicht mehr. Wenn ich in den Supermarkt hier irgendwo mit jemandem rede, heißt dann, ach, Schweizerin, schöner Dialekt. Dann rede ich Hochdeutsch. Na gut. Ja gut, wenn man dich jeden Tag hört, dann du sprichst halt so. Das ist halt deine Sprechweise, ob das jetzt Schweiz ist oder Deutschland oder sonst wie, ne? Wir sind ja eh zu allen Nationalitäten sehr aufgeschlossen. Das Fleisch haben wir vorher so ein kleines bisschen mariniert, über Nacht im Kühlschrank. Nicht viel, aber ein bisschen zumindest. Und ja, damit es dann ein bisschen würziger ist. Das ist ganz normal Huhn, Hähnchenbrust, glaube ich. Ja, shit. Ja, wir haben den Kocher jetzt nicht hundertprozentig eben hingestellt. Ein bisschen schade. Ah ne, die Pfanne hat einen unebenen Boden, daran könnte es auch liegen. Nein, der Kocher steht schräg. Na gut, dann steht der Schrocher.
Okay. Ja, Outdoor-Kochen, ne? Ja, das ist ein häufiges Phänomen, dass irgendwelche Kocher nicht hundertprozentig gerade stehen. Gerade bei denen, die eigentlich eine relativ große Standfläche haben, die muss der erstmal gerade hingestellt bekommen. Muss man eine gerade Stelle finden im Wald. Wir sind hier ja auch an einem Hang, von daher gar nicht so einfach. Ich würde das Mikrofon ja Richtung Evelyn drehen, aber da haben wir nichts davon. Dann hören wir nur den Kocher noch ein bisschen lauter brodeln. Ich weiß, kann schon hören bzw. sehen vom inneren Auge die Leute, die dann meckern, nö, macht das einen Lärm, das Ding. Ja gut, der hat aber auch irgendwie, keine Ahnung, 2800 Watt oder irgendwie sowas. Und ja, dementsprechend, natürlich macht der ein bisschen Lärm. Aber das Kochen geht halt tendenziell schneller und die Kälte ist gerade egal. Also wenn man jetzt, wir haben so um die 0 Grad, wenn man da versucht mit Gas zu kochen, dann kann es einem schon passieren, gerade bei längeren Kochvorgängen, für eine Tasse Wasser, das ist kein Problem, aber bei längeren Kochvorgängen und je nach Gassorte, dass das dann schon schwierig wird. Ne? Weil das Gas, das ist ja flüssig in der Kartusche und wenn die Kartusche zu kalt wird, dann bleibt das Gas flüssig. Das verdampft nämlich normalerweise beim Aufdrehen vom Ventil. Bei Raumtemperatur problemlos, wenn aber eben gar nicht Raumtemperatur ist, sondern um die 0 Grad rum, dann kann das passieren, je nach Gasmischung, dass das dann schon mit der Verdampfung gar nicht mal mehr so gut läuft und dann hat man tendenziell möglicherweise ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Geköch. Ja, und das haben wir jetzt eben mit dem Benzinkocher einfach umgangen, dieses Problem. Gut, das brutzelt jetzt eine Weile und dann schauen wir weiter. So, ja, so schaut es hier gerade aus bei uns. Ich wollte noch kurz anmerken, beziehungsweise soll noch kurz anmerken, auf vielfachen Wunsch von mir ist in diesem Essen weder Tomate, also richtige Tomate, noch Pilze, noch, ja theoretisch hätte man eine Zwiebel reinschmeißen können, ist aber auch nicht unbedingt notwendig meiner Meinung nach. Ja, okay, eine Zwiebel hätte man vielleicht noch reinschmeißen können. Aber ja, weil ich nämlich komisch bin und, also falls das irgendjemand noch nicht aufgefallen ist, also wenn jemand mich gestern abonniert hat, kurzer Hinweis, ich bin komisch. Gut, und ja, leider bin ich eben besonders heikel, was Nahrung angeht und das macht das Leben nicht immer einfach, aber da ich eine sehr tolerante Frau habe, kommen wir einigermaßen zurecht, auch wenn es ihr manchmal stinkt. Zumal sie da sehr wohl noch jetzt irgendwelche fancy Dinge reinschmeißen würde, so wie ich sie kenne. Oh ja. Wir haben übrigens zwischendurch jetzt, während das hier am Brutzeln ist, auch noch mal kurz den Topf draufgestellt. Ne? Also der zieht zwar relativ gut auch durch, also im Sommer wäre das auch gar kein Problem. Da kriegt man Nudeln eigentlich super gut gar und auch relativ schnell gar, indem man sie einmal aufkocht ordentlich. Dann zur Seite steht und dann stellt und dann wirklich durchziehen lässt. Für al dente reicht das dann normalerweise. Jetzt ist aber sehr kalt, das heißt, unser Topf kühlt auch schnell aus. Den haben wir jetzt logischerweise auch auf den kalten Boden gestellt. Üblicherweise macht man dann in der Ultraleichtszene, ne, wo man dann ganz krass, ja, hier der Wechsel, wo man dann ganz krass Brennstoff sparen möchte, da baut man sich sogenannte Pot-Cozies, heißen die in Englisch. Und das ist im Grunde Alufolie, so ein Alu-Scheibenschutz, ne, den man vom Auto kennt, was man sich über die Windschutzscheibe hängt, damit die nicht zufriert, wenn man keine Garage hat. Und aus so einem Alu-Scheibenschutz zum Beispiel baut man sich dann einfach eine Schüssel, in die der Topf genau reinpasst. Dann kühlt der Topf weniger schnell aus und man kann auch bei niedrigeren Temperaturen mit einmal aufkochen Nudeln gar kriegen oder Kartoffeln oder, ja gut, Kartoffeln nicht, aber Kartoffelbrei, halt so die Sachen, die schnell kochen. Den man sowieso dabei hat als Isolation. Also Frau meint, man kann auch einen Pulli drum wickeln als Isolation. Das ist natürlich richtig. Ist natürlich nicht ganz so fancy wie ein Pot-Cozy. Ich hab ehrlich gesagt auch nicht noch zumindest nicht das Bedürfnis, mal unbedingt einen Pot-Cozy zu brauchen. Klar, effizient sind die, ne? Gar keine Frage. Also es gibt keinen besonderen Grund, weshalb man die nicht nutzen sollte. Höchstens Faulheit. Okay, Nudeln sehen schon gut aus, meint sie. 2 Minuten. 2 Minuten. Das Fleisch ist soweit auch. Ist das Fleisch schon soweit durch, Schatz? Nee, aber da kommt nachher die Soße und dann kann sie noch Soße fertig
Okay, sie meint, dadurch, dass dann nachher noch die Soße kommt, kann es dann in der Soße fertig ziehen. Ist das eigentlich sehr nervig, wenn ich alles übersetze? Ich glaube schon. Na egal. Weihnachten ist nervig, ne? Also, wer das noch nicht mitbekommen hat, der lebt nicht auf unserem Planeten. Oder ist so ein richtig gute Laune Mensch. Die gibt's ja. Ja, also wir für unseren Teil, wir sind jetzt eher zwei Grinchs. Sahne, steht auch Rahm drauf, die können wenigstens Deutsch. Ja, da hat sie sich jetzt gerade echauffiert, dass normalerweise auf unserer Sahne Sahne draufsteht. Also die Schlagsahne zum Kochen, ne? Das, was man in die Pfanne normalerweise reinkippt. Tomatenmark, man könnte auch Tomatenpüree sagen. Mhm. Und... das ist so eine ewige Diskussion bei uns, dass eben Sahne nicht Sahne ist, sondern Rahm, laut Schweiz. Und drum mag sie gerne diesen Rahm zum Kochen hier, weil der halt tatsächlich auch bei uns in Deutschland Rahm heißt, auch wenn trotzdem nur Sahne drin ist. Also, oh, gleich kriege ich wieder Ärger. Aber ich lasse ihn mal erzählen. Ein bisschen Oregano habe ich noch abgefüllt daheim. Kommt auch rein. Und dann rühren wir. Inzwischen gibt es eine kleine Tonänderung. Ich habe beschlossen, dass wir das Windmikro nicht brauchen, weil es ist halt wirklich zu unpraktisch, wenn ich jedes Mal alles wiederholen muss, was Evelyn so sagt. Und dann rühren wir. Ja, wir rühren. Danke, Schatz. Das war es eigentlich auch schon. Wahnsinnig krass, aufwendiges Rezept, aber es schmeckt doch ganz gut. Salz und Pfeffer kann man dann noch nehmen zum Abschmecken. Aber das kommt ja noch. Ja, aus irgendwelchen Gründen. Also sie behauptet zwar, das sei ein ganz einfaches Essen, aber das schmeckt trotzdem viel besser, wenn sie das macht, als wenn ich das mache. Um Längen besser. Also, da liegen Welten dazwischen. Gut, daheim hat sie ja noch diverse geheime Gewürze. Andererseits im Küchenset, ne? Da ist auch ein Röhrchen dabei mit den geheimen Gewürzen. Evelyns geheime Gewürzmischung. Ich glaube, das ist in der Mitte. Wer hat denn die Pfanne zusammengebaut, Schatz? Ich. Das ist ja furchtbar. Ja. Einmal mit Profis. Was denn? Ich bin hier im Wald. Ich bin kompetent. Ja? Immer wenn ich im Wald stehe, bin ich kompetent. Sonst eigentlich selten, aber... Ja, Schatz. Das wird mir zu dick hier. Lecker. Also ich mag meine Soßen tendenziell eher ein bisschen dick als ein bisschen dünn. Sieht schon sehr lecker aus. Hast du das jetzt schon gewürzt, Schatz? Hat erst Oregano drin, ein bisschen Salz und Pfeffer kommt dann noch. Das war's dann aber auch schon. Ich zeig, wo da alles in Röhrchen haben. Mhm. Mist, jetzt habe ich die Kamera nicht drauf gehalten, als die geheime Kräuter, geheime Gewürzmischung hinzugefügt wurde. Ja gut, aber die ist ja auch geheim, von daher passt das ganz gut. Mit Schweizer Kräutern? Nee, nicht wirklich. Das passt. Wer hat's erfunden? Nee, die Schweizer. Ja, und wer genau? Meine Frau. Nein, von Ricola. Nein. Der Schweizer Kräuterzucker, nur echt mit Salzig Kräutern und so weiter und so fort. Ja, aber, ist doch von meiner Frau. Ja, aber ich hab's doch nicht erfunden. Hast du nicht? Nein. Oh. So, einmal Nudeln ableeren. Unser toller Topf hier, der ist von Trangia übrigens. Den nutzen wir normalerweise, wenn wir irgendwie über dem Feuer kochen. Drum ist der unten rum auch so schwarz. Der hat extra so eine Abgießöffnung,
damit man da relativ gut das Wasser rausleeren kann mit dem Deckel. Nein, hat er nicht. Ich meine, das hat er. Da kommt doch nichts raus, wenn ich den ganz zumache. Ja, aber der hat doch so ein Nopfelchen. Ha, siehst du? Das dauert ja ewig. Ja, das mag sein, aber so kann auch ich damit erfolgreich Nudeln oder Reis oder sonst was ableeren, ohne alles in den Wald zu kippen. Ich bin normalerweise so der Typ Nudelsieb, ne? Ich denke mir immer, irgendjemand wird aus Gründen ein Nudelsieb erfunden haben. Das jetzt nicht zu benutzen, das wäre ja die Leistung des Nudelsieb-Erfinders missachtend. Willst du das Ganze schon gemischt haben oder im Fressnapf mischen? Oh, gern schon gemischt. Wegen mir. Das macht's einfacher. Weißt du, was wir jetzt nicht dabei haben? Nee. Deinen Extrakäse. Oh, stimmt. Denn ist ja ein großer Verfechter der Aussage, mit Käse ist alles besser. Alles, ja. Außer Süßspeisen. Richtig, außer Süßspeisen. Aber wenn du zum Beispiel einen guten Film gucken möchtest, dann legst du auf das Abspielgerät noch eine Scheibe Käse und dann wird der Film besser. Tipps fürs Leben. Mhm. Ja, machst du dann bitte mal das Essgeschirr bereit? Oh, ja, mache ich. Ja, ich dokumentiere mal noch den Schöpfvorgang. Ja, ich habe auch noch im Rucksack einen etwas größeren. Ja, mit dem kannst du ja dann essen. Ja, auch wieder wahr. Ich suche dir noch ein bisschen Fleisch raus. Das lieb, danke. Und noch einen Schmier Balsamico-Essig. Da wünsche ich einen guten. Wie aus Evelyns Kochstudio. So, jetzt sehe ich, dass mein Hut schief sitzt. Und wahrscheinlich hängt mir jetzt noch Essen im Bad. Na egal. Das ist jetzt so. Das ist ein Schwedenfeuer aus dem Baumarkt. Übrigens, Essen war sehr lecker. Ja, muss man ja noch dazu sagen. Aber das war ja klar. Das hat gekostet 4,50. 4 Euro. 4 Euro. Und das sieht jetzt ein bisschen anders aus als die Dinger, die man sich selber herstellt. Die man sich selber herstellt, die sind ja meistens komplett bis unten durchgespalten. Das hier ist gesägt mit wahrscheinlich der Motorsäge. Und dementsprechend ist es halt so kompakt noch transportierbar. Jetzt könnte man das zu Ende spalten, wenn man wollte. Das wäre eine Möglichkeit, mit der Axt hier noch reinschlagen. Aber ich wollte einfach so ein Teil mal ausprobieren. Features, es hat eine Schnur zum Tragen. Es hat ein winzig kleines bisschen Zunder, Holzwolle mehr oder weniger drin und das war's. Ja? Und ist aufgebaut, also man kann einmal hier durchgucken und man kann einmal so durchgucken, mehr oder weniger, da ist aber nicht ganz so tief. Und dann hat es hier unten noch so einen interessanten Schlitz, also das Ganze ist ein bisschen, ja, ich sag mal, alternativ. Ja. Theoretisch sollte es aber durchaus in der Lage sein, eben Luft von unten einzusaugen, drum auch die unteren Schlitze, damit dann eben die Luft unabhängig vom Verfüllen der anderen Schlitze von unten ja quasi bis hier hochströmen kann. Und bis hier könnte man dann theoretisch jetzt noch in die Öffnung Zunder reinstopfen. Ich weiß nicht, ob es beabsichtigt ist oder einfach schlecht ausgeführt. Die Seite hier ist ein bisschen offener. Wir hatten überlegt, ob wir die mit einem anderen kleinen Stück Hölzchen ein bisschen zu machen, weil wenn wir uns nicht sicher waren, ob das gut ist, dass diese Seite ein bisschen offener ist. Aber ja, aktuell ist es noch so und so würde man es jetzt auch ausprobieren. Idee ist dann folgende, dass wir hier oben drauf quasi, weil ursprünglich war ein Schwedenfeuer schon als Kochfeuer gedacht. Ja, das hat man schnell hergestellt gehabt und hat dann einfach seinen kleinen Kochtopf oder seinen großen Kochtopf, je nachdem, was für einen Balken du halt genommen hast, um sowas herzustellen, hast du einfach oben drauf gestellt. Und damit der nicht direkt hier drauf las, hatte man früher, jetzt machen wir es aber ohne, versuchen wir mal, ob das geht, hier noch Nägel reingeschlagen, die konnte man ja recyceln, hinterher nochmal verwenden und dann auf die Nägel drauf quasi den Topf gesetzt, damit er noch eine gewisse Höhe hatte. Ja, den Topf, den wir da draufstellen wollen, ist unser Becher für den
Glühwein, denn Glühwein fehlt jetzt noch und dann kommt auch, denke ich, endlich mal Stimmung hier auf. Glühwein ist schon vorbereitet, der muss also jetzt nicht noch ewig lange ziehen und da müssen wir nicht noch Orangenschale und Ähnliches reinschmeißen. Das hat Frau gestern alles schon erledigt und wir müssen im Grunde wirklich nur noch heiß machen. So, und damit kommen wir auch schon zum entzündenden Teil. So, okay, hier steht das gute Ding. Im Grunde, ne, laut Gebrauchsanweisung sollst du jetzt einfach da oben das Ding da anzünden. Das habe ich jetzt hiermit getan und da bin ich jetzt wirklich gespannt, ob das schon reicht, dass das wirklich anfängt zu brennen, weil mehr Zunder ist nicht drin und kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich kenne auch eher die Zündevariante von unten und weniger von oben, wobei das technisch gesehen eigentlich schon auch gehen sollte, dass man die von oben anzündet und sich das dann sozusagen runterbrennt und dann nach und nach das ganze Ding dann in Flammen steht. Ich habe unten zugegeben dahingehend noch gecheatet, dass ich noch ein klein wenig Birkenrinde unten reingestopft habe, weil ich es mir einfach nicht vorstellen kann. Aber ja, bisher sieht es doch ehrlich gesagt gar nicht so schlecht aus. Das ist natürlich furztrockenes Holz, klar. Ja? Also frisch aus dem Baumarkt sozusagen. Und ich würde spaßeshalber einfach mal den Top draufstellen, ne? Wenn es dann ausgeht, dann zünden wir es halt nochmal an. Aber das versuchen wir jetzt mal. Oder drüber halten. Oder drüber halten. Ja, drüber halten geht prima. Ja, ja, also die wussten schon, warum sie da noch zusätzlich Nägel reingekloppt haben, die Schweden. Ja, und dann kann ich jetzt bei der Gelegenheit erzählen, das wird der eine oder andere vielleicht noch im Kopf haben, das habe ich auch im Rahmen von Seven vs. Wild, einem Seven vs. Wild Besprechungsvideo, auch mal erwähnt. Schwedenfeuer heißen die deswegen, weil ihnen nachgesagt wird, dass sie eben von den Schweden im 30-jährigen Krieg, also den schwedischen Söldnern, die zum Teil sogar wirklich Schweden waren, verwendet worden sind, um eben quasi schnell und einfach ein Feuerabend machen zu können, abends, um sich ihr Essen warm zu machen. Weil, man muss man sich jetzt so vorstellen, die sind als große Gruppe unterwegs gewesen, so, ob sie jetzt Schweden gewesen sind oder halt eben noch andere Nationalitäten, mit Sicherheit noch andere Nationalitäten. Und abends haben sie halt gemacht, haben ihre primitiven Zelte, vergleichsweise primitiven Zelte, aufgebaut und wollten dann natürlich was Warmes zu essen. So. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, dass man ganz viel Holz rankarrt, ein Lagerfeuer macht, dann muss das eine Weile brennen, bis man Glut hat, bis man dann vernünftig darauf kochen kann. So, das geht natürlich schon auch. Und gerade wenn man viel kochen möchte, ist das auch eine gute Idee. Aber wenn es nur darum geht, schnell eben mal ein bisschen in warmen Haferschleim oder irgendwie sowas in die Richtung zu machen, was viel Besseres werden die nicht gehabt haben in den meisten Fällen, dann kann man sich eben tatsächlich einfach irgendeinen abgestorbenen Baum suchen, der nach Möglichkeit schon schön trocken ist oder eben auch ein Stamm, der rumliegt und schon schön trocken ist, spaltet den eben in 4 Viertel auf, macht in der Mitte sozusagen ein Feuer, steckt die 4 Viertel in den Boden, man kann sie unten ja noch ein bisschen anspitzen und das geht erstaunlich gut hier. Und ja, jetzt raus natürlich ein bisschen. Dann haut man da eben noch besagte 4 Nägel rein und stellt das so in die Landschaft und kann seinen Topf draufstellen und bis das Ding runtergebrannt ist, gerade wenn wir uns das jetzt noch in dick vorstellen, ja, bis dahin ist dann das Essen auch tatsächlich heiß. Und je nach Dicke hat man dann auch durchaus auch ein bisschen komplexere Sachen drauf kochen können. Musste man halt dann aufpassen, dass irgendwann, wenn die Nägel rausbrechen, beziehungsweise der obere Teil von dem Ganzen instabil wird, weil dann schon recht viel weggebrannt ist. In dem Fall wäre das natürlich dann nicht so ganz optimal. Ja, ein bisschen dampfen tut er schon. Und was auch natürlich nochmal praktisch ist, die Hitze steigt direkt nach oben, genau dahin, wo man eben kochen möchte. Da hat man also auch nicht so ein in alle Richtungen Wärme abgeben Feuer, wie das beim normalen Lagerfeuer der Fall ist, sondern primär, also natürlich auch da steigt primär nach oben, ist ja heiße Luft, die steigt immer hoch. Aber gefühlt geht das hier ein bisschen flotter und ein bisschen effizienter. So, also rauchen tut es inzwischen wie Sau.
Hat gut angebrannt, wird nicht besser. So, wir haben Glühwein, Stößchen zum Wohl. Stößchen sagt man nicht. Zum Wohl, Claire. Claire, ja, aus technischen Gründen. Wir passen gerade nicht beide ins Bild. Egal, jedenfalls. Mmh. Oh, der ist aber sehr lecker. Mhm. Ich glaube, das ist ja dein bester. Okay. Er ist mehr oder weniger das Rezept aus dem letztjährigen Adventskalender. Gut, vielleicht. Wir sind ja beide jetzt nicht die großen Alkoholiker. Also ich darf auch mal ein starkes Getränk sein, aber dann eine kleine Menge. Ne? Und der ist jetzt nicht mehr ganz so alkoholhaltig inzwischen. Also diejenigen, die bei Glühwein wichtig finden, dass da ja der Alkohol ja nicht rausverdampft sein darf. Da ist schon noch welcher drin, ne? So ist das nicht. Aber das ist uns jetzt nicht so wichtig. Und daher... Dann hätten wir ihn einfach weniger heiß ziehen lassen sollen. Mhm. Ich glaub, das hat einfach... Nee, das ist jetzt schon fein. Der schmeckt sehr lecker. Danke, Schatz. Mm. Ja, also inzwischen das Teil hier. Da kann man es sehen. Das ist inzwischen in einem, interessanten Zustand. Evelyn stopft gerade noch ein bisschen Birkenrinde hinterher. Wir wollen es eigentlich schon, ne? Wenn der Klotz bezahlt ist, dann will man, dass der Klotz auch brennt. Und also außer rauchen tut er gerade nicht viel. Natürlich gibt der im rauchenden Zustand schon auch noch Hitze ab. Das ist ja nicht die Frage. Und er kann ihn auch wirklich gut anpusten. Aber ja, vielleicht wäre es gar nicht so verkehrt, wenn man hier einen halbwegs windigen Platz hätte, wo man so ein Ding anzündet. Ja, damit da einfach ein gewisser Wind durchgeht und die Sauerstoffversorgung passt. Und ja. Wie viel Birkenrinde hast du dabei? Den Sack da. der orange Sack, der überlebt hat. Also der andere. Sein Cousin. Der eine Cousin hat ja das Zeitliche gesegnet. Ja, der hat so ein klitzekleines Loch gekriegt, hat bei mir erzählt, als er nach Hause kam. Das ist ein ganz kleines Loch. Ganz kleines Loch. Okay, ich mache an der Stelle mal einen Schnitt und trinke in Ruhe meinen Glühwein und dann genießen wir noch ein bisschen zu zweit. Und am Ende habe ich dann noch, erzähle ich halt noch irgendwas. Na, das gehört halt auch dazu. So, also, jetzt hier noch beim Weihnachtsbäumchen wollte ich noch gerade ein paar Weihnachtswünsche da lassen. Ich glaube, ich gehe doch auf die andere Seite. Bin ich jetzt im Bild? Ja, bin ich. Das muss reichen. So. Ja, also, ich wünsche allseits schöne Weihnachten, schöne Feiertage, hoffentlich nicht allzu viel Stress, weil, mal ehrlich, also für viele von uns ist der ganze Trubel nicht wirklich erholsam. Also ich bin ja ein großer Fan von, und wenn die stille Zeit vorbei ist, dann wird's auch wieder ruhiger, diesem schönen Spruch da, ne? Also klar, die Feiertage selber, das wird dann für viele sicherlich irgendwie was mit der Familie hoffentlich sein. Das wünsche ich jedenfalls jedem, der da in irgendeiner Form sowas hat. Und die, die es nicht haben, haben sich hoffentlich eine vernünftige Alternative gesucht. Man kann ja auch Freunde sich zulegen und solche Sachen. Also da hoffe ich, dass es dann sowas in die Richtung geben wird. Corona-bedingt haben wir natürlich wieder mal ein bisschen nicht alles ganz so wie geplant. Das kennen wir ja inzwischen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich gewöhne mich langsam fast schon dran, was nicht unbedingt ein gutes Zeichen ist. Aber ja, gut, was soll man machen? So, und da man den Baum jetzt eh nicht besonders doll sieht, dann gehe ich jetzt doch hierher. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Adventskalender gucken. Das waren ja doch einige, die durchgehalten haben und Tag für Tag das entsprechende Türchen geschaut haben. Das ist vor allen Dingen deswegen ja auch für mich eine gewisse Freude und irrt mich ein Stück weit, dass es ja nicht bekannt ist, was im Türchen drin ist, bevor wir dann eben entsprechend am
ja, so plus minus 24 Stunden später dann das Thumbnail geändert haben. Ne? Also ein paar Leuten ist das scheinbar gar nicht aufgefallen. Jeweils nur, je nachdem zu welchem Zeitpunkt man guckt, das aktuelle und das Türchen von gestern sind ja die dieses Türchen-Thumbnail haben, dieses Nummern-Thumbnail, wo man eben nicht weiß, worum es geht, und auch der Titel, der da noch ein bisschen kryptisch ist und nur sagt Türchen so und so. Später, also wer jetzt zurückguckt im Adventskalender, dann hat wahrscheinlich der 24. noch eben dieses Türchen-Symbol beziehungsweise dieses Zahlensymbol als Thumbnail, und die späteren, die haben ja alle bereits oder zumindest bis zum inklusive den 22. und was beim 23. schon geändert haben, das weiß ich natürlich nicht, das hängt davon ab, wann ihr das jetzt guckt, dann steht da ja auch da, worum es geht, und dann kann man das hinterher also auch nochmal nachgucken, wenn man bestimmte Themen eben einfach interessant gefunden hat, und dann muss man sich nicht so ganz so überraschen lassen, wie das ja aber auch jetzt viele eben entsprechend gemacht haben und dann wirklich keine Ahnung hatten, was für ein Thema kommt, und ja, das ist zum Teil auch, also was heißt zum Teil, sehr, sehr, sehr viele haben es halt auch noch trotzdem entsprechend angeschaut, und das ist ja so ein bisschen auch der Sinn der Sache, und das freut mich natürlich ganz besonders, wenn das so auch funktioniert. Ja, also schöne Feiertage habe ich gewünscht, dann hoffen wir mal, dass demnächst diese Corona-Geschichte dann auch nochmal irgendwann in den Griff zu bekommen ist. Klar, jetzt Omikron, ja, wissen wir alle. Und das wird jetzt nicht unbedingt dafür sorgen, dass das jetzt in den nächsten 2-3 Wochen vorbei ist. Kurz noch so ein bisschen, was treibe ich jetzt die Tage? Tatsächlich, wenn ihr das jetzt hier seht, nix. Das ist ja Auto-Upload. Am 24. mache ich nichts mehr. Außer vielleicht noch einkaufen gehen. Möglicherweise. Also keine Geschenke mehr, aber ja, irgendwas halt. So ein bisschen Lebensmittel vielleicht noch. Ich habe Schwierigkeiten, wenn die Läden zu haben, weil mir einfach dann langweilig ist. An so Tagen, an denen eigentlich nichts ist, ja, und stille Zeit und Ruhe und Frieden, das habe ich ja durchgehend. Ne? Dadurch, dass ich ja selbstständig bin, gehe ich ja nicht zur Arbeit. Und daher ist ein Feiertag für mich halt ziemlich gar nicht mal so was Besonderes. Also ich kann mir ja jeden Tag, wenn ich sage, oh, jetzt brauchst du einen Tag frei, kann ich mir ja frei nehmen, wie ich lustig bin. Und daher ist das für mich immer so ein bisschen so, jetzt würde ich gerne noch was einkaufen gehen, Laden hat zu. Aber selbstverständlich kann ich im gleichen Moment auch absolut nachvollziehen, dass Leute, die in solchen Geschäften arbeiten, auch mal frei haben wollen. Selbstverständlich, gar keine Frage. Und auch für alle anderen, die einen 5-Tage-die-Woche-8-Stunden-Job haben, da kann man das natürlich auch sehr, sehr, sehr gut verstehen. Das habe ich ja auch schon mal gemacht, sowas. So eine normale, geregelte Arbeitszeit. Und dann ist das natürlich auch ganz was Tolles, wenn man dann einfach mal ein paar Tage frei hat und natürlich um Weihnachten drumherum und die Weihnachtswoche und so weiter und so fort Urlaub nehmen. Auch immer sehr, sehr, sehr attraktiv, um dann eben auch wirklich Zeit für die Familie zu haben. Und das wünsche ich euch, wie gesagt, allen, die es brauchen können, dass das wunderbar funktioniert. Ein bisschen was von mir wird es noch zu sehen geben. Ein bisschen was. Und dann der große Waldzustandsjahresrückblick, der kommt Anfang Januar. Der habe ich letztes Jahr so ein kleines bisschen schleifen lassen, da kam er etwas spät. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr ein bisschen früher dran bin, dass wir dann also wirklich so 3., 4., 5. sowas um den Dreh vom Januar dann auch da haben. Die meisten Daten sind inzwischen vorhanden. Brandenburg lässt sich noch Zeit. Brandenburg hat noch keinen Waldzustandsbericht geliefert. Der kam letztes Jahr auch erst am 3. Januar raus. Daher habe ich noch nicht alles, was man so an Daten brauchen könnte. Vielleicht kann ich insofern spoilern. Sieht ganz gut aus. Also besser als letztes Jahr. Das war zu erwarten. Das Jahr war auch viel besser, dass sich der Baumzustand, also der Belaubungszustand der Bäume jetzt nicht schlagartig um 100% erhöht hat, ist auch klar. Das sind natürlich alles langsame Prozesse, aber im Großen und Ganzen war das für den Wald ein ausgezeichnetes Jahr. Auch die Tatsache, dass es jetzt eben auch im Winter möglicherweise vielleicht sogar noch richtig kalt werden wird. Es gibt da durchaus Anzeichen, die darauf hindeuten, dass es ein richtig kalter Winter nochmal werden könnte. Das wäre ideal, weil dann halt auch der eine oder andere Borkenkäfer, davon abgesehen auch Stechmücke, Zecke, so ein Zeug, mal flöten geht, hops geht, und dann haben wir nächstes Jahr auch ganz gute Waldaufenthaltsbedingungen schlicht und ergreifend. Ja?
solltet ihr nichts mehr von mir sehen, auch wenn es noch mal was gibt, das, irgendwas gibt es bestimmt bis Silvester, wünsche ich einen guten Rutsch. Feuerwerken ist ja nicht, muss man so sehen, ist für die Tierwelt, wenn wir jetzt mal an die Tier, auch gerade die Tiere des Waldes und so weiter denken, ist das sicherlich nicht ganz unverkehrt. Ja? Also bei dem Geböller, was da teilweise stattfindet und der Wald, der nicht ganz weit weg ist von Ortschaften, da ist das schon eine Belastung auch für Wildtiere. Und wenn wir da weniger böllern, dann ist sicherlich nicht ganz verkehrt. Ein völliges Böllerverbot hätte ich jetzt nicht gebraucht. Im Gegenteil, ärgert mich mal wieder ein bisschen, war letztes Jahr schon relativ trostlos. Silvester ist für mich ein wichtiger Feiertag, beziehungsweise Neujahr. Dieser Übergang des Jahres, das zelebriere ich schon ganz gerne. Die meisten Feiertage sind ja, da ich jetzt nicht besonders religiös bin, für mich jetzt von der eigentlichen Bedeutung her nicht so besonders wichtig, dass man jetzt allerdings an Weihnachten sich liebhaben tut. Das selbstverständlich geht das auch ohne an die entsprechenden Ideen, die da ursprünglich mal dem Ganzen zugrunde lagen, zu glauben. Ne? Ja, das wäre es gewesen. Ne? Dann müssen wir es dem Baum nochmal abhängen. Frau passt noch aufs Feuerchen auf, das brennt immer noch. Ich sehe es gerade von hier. Ja, jetzt brennt sogar gerade wieder richtig ordentlich. Und daher kann sie jetzt nicht Tschüss sagen, weil sie eben aufs Feuer aufpassen muss. Haben wir ja auch in irgendeinem Türchen mal gesehen, dass man wirklich das Feuer nicht aus den Augen lassen sollte, wenn man eins angezündet hat. Und da wir jetzt zu zweit sind, funktioniert das ganz gut, dass ich hier stehe und quatsche und sie halt eben aufpasst. Gut, aber jetzt wirklich. Ne? Das wäre es gewesen. Damit ist auch der Adventskalender erledigt. Für mich auch durchaus eine anstrengende Zeit gewesen. Hat auch Spaß gemacht. Für uns. Frau hat ja auch wirklich viel geholfen. Und ja. Nächstes Jahr in irgendeiner Form nochmal. In irgendeiner Form auf jeden Fall. Vielleicht gehen uns dann irgendwann die Winterthemen aus, dann gibt es halt random Themen und ja, aber auf jeden Fall nochmal in irgendeiner Art und Weise. Bedanke mich, bis zum nächsten Mal und ja, spätestens bis nächstes Jahr, wie gesagt, wenn ihr so viel zu tun habt über die zwischen den Jahren, dass ihr keine Zeit habt zu mich gucken, dann bis nächstes Jahr. Ne? Tschüss.